Hallo Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play Hearthstone mit dem Su-Deck. Ja, ich muss jetzt mal gewinnen. Mittlerweile ist ein Tag vergangen. Vielleicht sogar zwei. Ne, einer. Tatsächlich. Ich habe die Aufnahmen gestern gemacht. Ja. Ich glaube, dann habe ich vier Aufnahmen, oder? Das ist ja fast genug für nächste Woche. Gul'dan versus Malfurion. Ach, warum bist du denn schon wieder so laut? Ups. Conceit wollen wir nicht. Ist gar nicht lauter als sonst, ne? Lassen wir das mal so. Ja, Doomguard kommt natürlich weg. Druid, da möchte ich den Argent Squire eigentlich auch nicht haben. Weil der viele Kreaturen mit viel Toughness legt für gewöhnlich. Wobei, den Argent Squire kann ich so einfach mal eben weghauen. Dann ist er eigentlich ziemlich gut. Ja doch, lassen wir mal so. Die Young Priestess ist medium bis schlecht. Möchte ich eigentlich immer einen Taunter liegen haben. Eben weil er diese Ability hat. Ich denke, ich lege meinen Argent Squire und nächste Runde Juggler und Gnome. Oder sogar Juggler und Priestess. Dann muss er nämlich die Priestess wieder abräumen. The light protects me. Ich könnte natürlich auch den Juggler irgendwie rauscoinen. Aber dann wrath da einfach meinen Juggler und dann habe ich nichts gewonnen. Und jetzt passiert genau das, was ich eigentlich wollte. Er haut den Squire sein Schild weg. Oh, und das ist noch viel besser. Put this apple on your head. Why do you go? Jetzt gibt es nämlich richtig auf die Nüsse. I've got the beast in my sights. So, wie machen wir das jetzt? Also ich schätze mal, wir schießen mal erstmal einen Schuss. Nice. Jetzt könnte ich... Ja, komm. Okay. I fight. Das ist schon mal gelohnt. Also er kann ja Starfall ab 5 oder 6 Mana machen. Das ist das, was ihn hauptsächlich rettet. Den sollte ich Soulfire. Dann verliere ich halt meinen Doomguard. Und der Doomguard ist so sweet gegen ihn. Also ich werde mal jetzt erstmal den Gnome nutzen, oder? Oder ziehe ich erstmal eine Karte? Ich ziehe erstmal eine Karte. Und dann werde ich Soul feiern, in der Hoffnung, dass ich meinen Doomguard behalten darf. Okay, fair. Tazdingo! Yes! Ja, ne? Ist jetzt alles nicht so mega geil. Oh, jetzt muss ich leider auch noch ein Soulfire wegwerfen. Aber hier spiele ich natürlich den Doomguard. Who dares summon me? Na, so kann's gehen. Das war Turn 5, Leute. Oh oh. Okay. 9 Leben. Ich mach Schaden. 5, 7. Naja, wie auch immer. Hey, Level 9. Nice. Zweites Spiel schaffen wir aber noch. Ja. Spielen wir mal einfach.
kann eigentlich noch drei Spiele aufnehmen. Gul'dan versus Malfurion. I must protect the wild. Your soul shall be mine. Wieder ein Druide. Mit dem Crusader bin ich gegen Druiden eigentlich recht zufrieden. Und wir spielen die Eröffnung erstmal wieder genauso wie vorher. My greetings. Ja, hier muss ich ja den Gnome spielen, würde ich sagen. Eine Karte ziehen ist irgendwie Schwachsinn. Ich muss ja gegen den Druiden viel Druck machen. Wenn ich jetzt auf den Druiden draufhaue, dann wird er... mit der Katze... meinen Gnome töten. So many, ja, das ist mir eigentlich recht. Warum sollte ich... Irgendwie habe ich mir gerade noch gedacht, dass ich auf die Katze hauen sollte. Damit ich in jedem Fall... keine Ahnung. Jetzt muss er auf den Gnome hauen. Ja. Dachte schon. Also wenn er jetzt in der Situation auf den Squire gehauen hätte, das hätte mich schon sehr gewundert. Ich finde das Add-on, hier den Gnome zu spielen statt dem 04er-Blocker um einiges besser. Habe ich schon mal die Deckliste, die ich da von Mark bekommen habe, einen Tick verbessert. Wobei, er hat mir nicht gesagt, ich soll speziell die nehmen. Jetzt ist es schwierig. Möchte ich den Golem oder den Crusader? Und ich bin eigentlich immer ein Fan des Crusaders. Weil der einfach einen Power mehr hat. Er kann natürlich direkt gekillt werden, aber... wer kann das schon? Priests können das. Guck mal, gegen den könnte ich ja mit einem Lächeln tauschen. Will ich nicht mal. Ich glaube, ich hau ihm einfach ins Gesicht. Also, hier werde ich auf jeden Fall erstmal das hier legen. Und... ich könnte jetzt auf den Golem hauen, sodass der Golem den Imp zerstören kann. Aber ich glaube, ich mache einfach erstmal weiter Druck. Ist halt echt schwierig, diese Entscheidung, wann ich anfangen kann, sein Board zu ignorieren. Wenn er da drauf haut, wenn er auf den linken gehauen hätte, hätte er ein AE. Das ist immer super klar. Ja. Okay. Ein Kleriker. Da werde ich ja mal ganz klar tauschen. We must cleanse the Sunwell. Ihn außerhalb der Reichweite von der Druidenfähigkeit holen, aber wenn er jetzt einen Starfall hat, oh, ich glaube, davon würde ich mich nicht erholen. Hat er aber ein Glück nicht. Soulfire, das ist doch gar nicht schlecht. Jetzt die Frage, tausche ich? Ich kann halt mein ganzes Board opfern, um sein Board zu killen. Das ist doch Schrott, oder? Ich werde jetzt mal nur seinen
Loot-Horder abschießen, glaube ich. Schwierig. Oder ich mache ihm 13 Schaden und dann ist er auf 9. Die Frage ist, wenn er jetzt einen AE hat, komme ich davon wieder zurück? Ich muss es einfach machen. Also ich hätte den Loot Horder noch abknallen können. Es wäre cooler gewesen, wenn jetzt einer der Jungs hier eine 3 hinten gehabt hätte. Da hatte ich eigentlich drauf gehofft. Okay, aber sieht aus, als wäre der Angriff jetzt gewesen. Okay, warum nimmt er gerade den? Win? That was a mistake. Ich wollte sorry sagen. Ja, also da hätte er ja den abräumen müssen, hat er sich verklickt garantiert. Naja gut. Schön, 2 Siege. Dann machen wir noch 2 Spiele, es ist ja erst für den nach 6. Also bis gleich.